You need to know that I'm a Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Multiplayer-Format hier in Forza Horizon 3. Und zwar steht wieder das Format Wheel Spin an, und zwar in der Gold Digger-Variante. Und für den Lukas, der zum ersten Mal dabei ist, lieb Grüße an dieser Stelle. Guten Tag, hallo. Ja, möchte ich natürlich das auch für seine Community ganz, ganz, ganz kurz und rudimentär erklären. Ansonsten kann ich einfach nur empfehlen, einfach das Video schauen, es erklärt sich von selber. Und zwar, wir drehen die Forza eigenen Wheelspins in dieser besonderen Gold-Digger-Variante, sogar 6 Stück davon. Die ersten 4 werden für das Fahrzeug sein, die letzten beiden für das Tuning. Und mit dabei heute in dieser wunderbaren Ausgabe haben wir den Arcois Biabo, den E30-Mensch Aragos, Flyer Racing, Higi, Lars, Lukas haben wir schon gehört, Murmel, Benny und Tim Porsche. Grüßt euch alle. Hallo. 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 Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, vernehmen wir gar nicht so viel Zeit. Wir gehen in das entsprechende Fortschrittsmenü. Genau. Und da gibt es entsprechenden Wheelspin. Und da gehen wir drauf. Und für jeweils 70.000, wir geben ganz schön viel Credits aus, merke ich gerade, für 6 Spins. Aber okay, hey, wenn wir am Schluss was Geiles dafür rauskriegen, ist egal. Also, 6-mal Spins, die ersten 4, wie schon gesagt, für das Fahrzeug. Wenn man ein Fahrzeug zieht, der halbe Credit wird dir dann gut geschrieben für den Pool. Genau. So, guck mal. Okay. So. Am besten jetzt noch nicht spoilern, ja? Das soll ja Überraschung bleiben, was man da so alles Tolles zieht. Okay. Spoiler, Dumbledore stirbt. Spoiler, ich darf direkt den ersten nochmal drehen. Genau, also es ist so, dass Spins unter 10.000 werden ignoriert. Die zählen nicht zu diesen 6 Spins dazu. Der 10.000er Spin ist der erste, der tatsächlich zählt. Davon habe ich schon mal 3 Stück, wunderbar. Nein, was. Aber vielleicht habe ich schon den einen oder anderen gezogen. Oh, Alter, und nochmal drehen, was ist das denn hier? Gut, das ist der 4. Spin, wo ich unter 10.000 war. Warte, das Ding mobbt uns. Das könnte ich in der Horizon Edition gewinnen. Und das kann ich nicht. Ich verkünde okay, hier, ich werde es mal nicht mit einer Resette antreten. Also, ich habe jetzt schon 4-mal gedreht, sehr, ich habe gerade einen Wert. Ich bin erst beim zweiten Mal, ich muss nur drehen. 10.000 oder was? Oh, jetzt drehe ich aber auch gerade die ganze Zeit. Ich bin bisher 3-mal unter 10 gerutscht schon. Ah, okay. Aber bisher sind die Werte sonst ganz nett. Und das wird eine Gefahr. Okay, das wird eine lustige Folge. Oh, geil, oh, geil, oh, geil. So, noch what einmal fürs Auto. So. Ja. Auto steht. Also nicht, es ist eher so eine Holz-Edition für mich heute, glaube ich. So viel kann ich schon mal verraten. So, jetzt Tuning noch drehen. Bei mir läuft es richtig gut. Was ist denn los? Tuning waren 2. Geht interessant heute, man merkt es schon. Ich hasse dieses Format. Jedes Mal. Jedes Mal. Hast wieder den neuen Alpine gezogen? Außer man ist auf dem Blizzard Mountain, wo man gar keine Leistung braucht. Da hat man dann so ein 1500 PS Viper stehen. Ja, das ist gut, also meine Spins sind durch. Taschenrechner, muss bei Taschen rechnen. Ja, das kann ich auch im Kopf überschlagen. Ich nicht. Ja, bei dem einen muss ich. Warte, muss ich mal kurz mal in die Garage gucken. So. Meine Autos. Wow. Kleiner Hinweis noch an dich, Lukas, das habe ich vergessen zu sagen, beim Tuning gleich. optische Sachen zählen nicht zu dem Creditware dazu. Und Felgen, wenn sie gleich schwer oder schwerer sind, zählen sie auch nicht, weil Felgen sind relativ teuer. Nur wenn sie leichter sind, dann musst du das Geld quasi dafür berappeln, weil dann bringt es ja was. Also die ersten 4 waren fürs Auto, ne? Die ersten 4. Ich will nur mal kurz anmerken, ich hatte vorhin 33 Millionen, jetzt habe ich noch 32 Millionen. Ja, läuft. Ich kaufe ein Taxi-Unternehmen. So, ich habe alles ausgerechnet bei mir. Ja, ich auch. Ich port mich schon mal zu einem der. Ich ausliere noch mal eine Tasche. Dinger, bla. Ich gehe mal nach Byron Bay und das ist am weitesten weg. Ja, komm ich da mit hin. Komm, scheiß drauf. Ja, ich bin da auch. So, ja, und auch nicht gleich wundern an die Zuschauer, wenn wir in der Garage durch die Gegend springen. Es gab heute gratis Airride-Fahrwege für alle, die sind ein bisschen alle so von mir abgeguckt. Ich erwarte bei Forza Horizon 4 immer noch eine Ankündigung, was das Thema angeht. So, erstmal ein Auto aus dem Fuhrpark verkaufen. So, ich gucke jetzt auch gerade mal nach. Ich gehe schon mal. Also, ihr dürft noch nichts gucken oder so. Beziehungsweise, ihr dürft schon mal ins Auto-Kaufen-Menü gehen, aber bitte. Wenn ich ja 15 Minuten Zeit habe, dann lasse ich mir die dann gleich auch. Ne? Ja, genau. Ihr habt 15 Minuten Zeit auch nochmal für die Zuschauer. Lukas wird gleich in eigenen Raum sein. Ja. Da wird er euch dann erzählen, was er Tolles macht mit seinen Millionen, die er jetzt gerade gezogen hat. Absolut. Wir kaufen das teuerste Auto und tun es mit dem meisten Geld. Genau. Alle 2,7 Millionen sind weg. Und,
Genau, 15 Minuten Zeit. Man kann in 15 Minuten alles am Auto tun, was man will. Man kann das für Tuning-Parts nutzen, man kann es fürs Kaufen nutzen, für Design, was auch immer. Ja, ich würde sagen, sind alle bereit? Ja. Oder ist noch jemand noch nicht im Festival? Wir wissen doch eh, Lukas verbraucht gleich 13 Minuten mit den Felgen. Okay. Absolut, das wird der Fall sein, ja. Also, dann würde ich sagen, die 15 Minuten laufen, sobald ich im Channel bin, weil ich muss die anderen moven, schon mal als Hinweis. Deswegen habt ihr ein paar Sekunden mehr Zeit. Ist auch egal. Also Lukas, du kannst schon mal anfangen. Viel Spaß. So, jetzt sind wir allein im Channel. Wir haben ein bisschen Geld gezogen, was gar nicht mal so schlecht war. Unsere Spins fürs Auto waren ganz geil. Wir haben 140.000, die wir jetzt ausgeben dürfen. Also die ersten Spins 50-50 waren halt super geil. Und 130.000 für Tuning. Also wir können ein Auto fast mit derselben Wert des Fahrzeugwerts nochmal tunen, was ganz geil ist bei der Subi. Dazu zur Erklärung, die Autos, davon die Hälfte wird dann genommen, weil der Verkaufswert ist, dann sind wir bei 80.000. So, wir gehen mal zur Automesse. Wir haben, wie gesagt, 140, deswegen sortieren wir die mal kurz nach Wert. Wir sollen ungefähr in die Richtung gehen. Es werden also ungefähr dahin gehen, also nicht was Günstiges kaufen, was gibt ja Autos, die ein bisschen mehr wert sind. Dementsprechend sollen wir aber ungefähr was gucken, was bei 140 ungefähr landet. Sollen wir mal gucken, was haben wir denn so? Wir haben BMW i8 wäre interessant, ne? Das wäre mal was anderes. Also wir hätten noch 130.000, dementsprechend können wir vielleicht einen Motorswap machen, das wäre vielleicht eine Idee. Boah. Oh, fuck, die Viper. Das wäre natürlich Viper ACR, wäre natürlich Power Monster, ne? 140.000, 891er Index. Puh. Ich glaube, die Viper... Die Viper, glaubt wir jetzt. Also geil, der E8 ist, den können wir gar nicht leisten, technisch in die Richtung bringen. Ja, haben wir noch irgendwas, was in die ähnliche Richtung... Wir haben gemeint, so 10.000 darf ich abweichen, ne? So 10.000 dürfte ich abweichen. Weil wir müssen nicht genau den Wert haben, nicht ganz genau. Weil für 130 kriegen wir schon Ultima. Ja, dann nehmen wir die 130. Dann kaufen wir uns ein Ultima. Wir müssen nicht ganz genau den Wert haben. Also so wurde es mir zumindest gesagt. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht komplett falsch. Wenn ich falsch liege, dann werden wir dann auf die Viper switchen. Ich sehe schon kommen, dass ich hier gleich gemobbt werde, weil ich nicht das Auto genommen habe, was ich hätte nehmen sollen. 130, da kann ich halt leider... Sorry, aber da müssen wir den Ultima einfach nehmen. So. Dann haben wir jetzt noch 130.000 zu tunen, wo ich bei einem Ultima GTR mir überlege, wohin mit dem Geld noch. Wir könnten ein Allrad einbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Das können wir auf jeden Fall machen. Das wird noch in die Richtung gehen, aber... Wir haben jetzt auf jeden Fall schon was Böses. Wir gucken mal nach Designs. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Wir haben sehr viel Zeit, weil wie gesagt, beim Ultima werde ich jetzt nicht... Design Edition wollte ich nicht. Wir werden beim Ultima nicht unfassbar Zeit einfach. Ich werde vielleicht angemobbt, dass ich 140 statt 130, dass ich schon 130, 140 ausgebe. Wir sollen nur möglichst nah dran sein. Aber ich finde, 10.000 ist ja jetzt noch im humanen Bereich. Ich habe ja kein Auto genommen, was direkt nur die Hälfte kostet. Eigentlich. Nehmen wir mal für Lackierung. Red Bull ist ganz cool. Batman wäre natürlich auch sehr passend für dieses Auto. Designtechnisch, was machen wir denn da? Red Bull? Ja, komm, machen wir Red Bull. Machen wir ein bisschen Sponsoring hier, warum nicht? Nebenbei, ich habe hier eine Energy-Dose stehen, wollte ich mir mal kurz zeigen. Der Greenscape ist ganz geil. Die Dose ist grün. Das ist voll geil. Schön. Mal so als Fact nebenher, wir haben gerade Zeit. Also wir haben wirklich Zeit, weil ich habe ein Auto mit 998er Index. Wo soll ich das Geld noch hinballern, aus das Ding jetzt voll auf dem X kloppen? Ja, werden wir jetzt auch machen. Wir haben 130 übrig. Wir können auf Allrad wechseln. Kostet 4,5. Ja, gut, das machen wir dann mal. Alter, ich habe hier halt keinen Platz, ne? Warte, nee, wir machen es am Handy. Wir machen das am Handy, weil das ist einfacher. Machen wir einen Taschenrechner. Da, Rechner. So, wir haben 130. Da ziehen wir dann mal 4,5 für ab, weil Allrad machen wir rein, weil erstmal haben wir das Geld dementsprechend. Aber 125. Noch übrig. So, jetzt gucken wir mal kurz. Spoiler werden wir, glaube ich, nicht machen, ne? Aber vorne macht das sogar echt besser. Da machen wir da dran für 1,8. Das gibt's da mal. Hier minus 1.800. Zack, haben wir noch 123,7. Spoiler macht scheiße, weil wir den Spoiler runternehmen, das machen wir natürlich nicht. So, Reifen. Da können wir ja theoretisch auf Rennreifen gehen, ne? Offroad-Reifenmischung. Rennreifenmischung. Kostet 9, haben wir aber das Geld. Kein Thema. 9. Zack. Haben wir Rennreifen drauf. Können die auch noch breiter machen. Kostet auch nicht so viel. Komm, machen wir... Warte, wie viel waren das jetzt? 2, 3, 4, ne? Ich glaube, 2, 3, 4 waren es. Minus 2000... Oder warte mal. Korb ansehen. Nee, das wollte ich nicht. Korb müsste ja drin stehen. 2043, genau. Zack, runter. Zack. So, machen wir hinten natürlich das Thema auch nochmal. Weil wir wollen Grip ohne Ende. Kostet 3060. Kein Thema. Machen wir... Ich merke gerade, dass ich, was Geld angeht, echt ganz gut durchgekommen bin, habe ich das Gefühl. So, Felgen. Gibt es da irgendwas, was die Karre leichter macht? Wie gesagt, wenn es nicht leichter macht, können wir rein in die Optik gehen. Oh, macht alles schlechter, alles 5 Kilo. Gibt's überhaupt irgendwas, was beim Ultima leichter ist als die Originalfelgen? Nein, okay, da bleiben wir bei den Originalfelgen, die sind schon relativ gut. So.
Ja, theoretisch können wir fast alles machen, ne? Das Ding können wir eigentlich vollkommen aufmotzen, weil es... Wir haben ja leistungstechnisch, geht ja nichts mehr. Komm, Bremsen machen wir noch. Ach, kostet auch nur... Es kostet ja nicht mal irgendwas. 1755, zack. Aufhängung. Da können wir Bremsen machen, das machen wir natürlich nicht. Komm, Stabis mal. Wir machen jetzt einfach alles rein. Ich kann höchstwahrscheinlich einen Vollaufbau machen, so wie es aussieht. Was ganz geil ist. Vorne, hinten kostet auch, denke ich mal, 1710. Ja, genau, 1710. Wir haben nebenbei immer noch 103.000 übrig. Ich weiß gar nicht, wohin beim Ultima. Wir werden jetzt einfach Vollaufbau machen, ist mir egal. Das Ding wird natürlich nicht mehr fahrbar sein, aber es wird natürlich fahrbar, schneller sein als die anderen Autos. So, Kupplung ist drin. Renngetriebe können wir auch mal reinmachen für 2.1160, zack. Mein Auto hebt gerade mal kurz leichtfüßig ab, kann man auch machen. 1098 kommt noch eine Antriebswelle rein. So, und Differential können wir für 2025 auch noch machen. So, haben wir auch drin. Ja. Ich wäre dann jetzt fertig mit 34.000 ausgegeben. Kann man so machen. Ja. Also wir haben jetzt 30.000, wir haben jetzt einen Ultima-Vollaufbau. Das kann man so machen. Ja, ich habe auf jeden Fall keine 15 Minuten gebraucht. Wir haben jetzt noch 95 übrig. Theoretisch könnte ich mir noch ein zweites Auto kaufen. Ich bin überlege, ob wir sicherheitshalber vielleicht die Viper noch kaufen, nur um zu dem Fall zu kommen, falls die Leute sagen, ja, der Ultima ist aber kacke, dass ich dann sagen kann, ja, ich habe mir aber auch noch eine Viper aufgebaut. Weil die Viper würde ich auch auf X kriegen, auf lockerflockig. Sollen wir das noch probieren? Komm, wir haben Zeit. Der Ultima wird schon laufen. Wir kaufen jetzt einfach nochmal die Viper. Ich wollte nicht rausgehen, das war jetzt nicht so gut. Jetzt sehen die alle mein Auto. Ich würde gerne wieder rein, dankeschön. Weil wir gehen jetzt nochmal rein. Wir kaufen jetzt einfach mal kurz die Viper. So, warum machen wir das? Damit die Leute nicht sagen können, der Ultima ist unfair. Dann kann ich nämlich sagen, ach guck mal, ich habe aber nochmal eine Viper gekauft. Falls ihr alle sagt, das ist unfair, dann bin ich nämlich der Nette von nebenan und sage, oh, dann habe ich auch noch eine Viper gekauft. Ja, seht ihr, da bin ich nämlich nett. So, die Viper kaufe ich jetzt nur bei dem Fall, wenn sie sagen, der Ultima ist scheiße. Das ist der einzige Grund, dass wir jetzt die Viper kaufen. Nur damit ich das sagen kann, weil den Ultima nehmen wir sonst auf jeden Fall, weil das Ding ist halt brutal, warum nicht drüber reden. So, komm, dann nehmen wir auch Lightning McQueen sein, um die Leute möglichst hart abzufacken. So. Machen wir so. Gut. Einmal kaufen, ja. Gucken wir mal, irgendwann rübergezogen. Ja, wie gesagt, aber ich denke mal, eine Viertelstunde sollte ich die Viper auch noch fertig kriegen. Wie gesagt, die kaufe ich jetzt nur, wie gesagt, für den Fall, dass die neue meinen, der Ultima, der ist zu OP. Ja, dann habe ich gesagt, hier, für 140 habe ich dann auch noch was gekauft, was ziemlich brutal ist, weil das Ding wahrscheinlich auch mit Allrad abgeht wie Schmitz Katze. Dementsprechend, aber na gut. Ich hoffe, den Ultima habe ich mit dem Allrad nicht kaputt gemacht. Aber ich konnte einen voll tunen, warum soll ich es denn nicht machen? So, wir haben 130.000 wieder übrig. Mal wieder. So, Upgrades. Gucken wir mal ganz kurz. Motor können wir höchstwahrscheinlich den V12 reinzimmern. Was wir 130.000 höchstwahrscheinlich machen werden, um die Leistung. Ja, mit dem V12 gehen wir halt ab wie Sau, ne? Ja, macht schon. Jawohl, machen wir hier Turbo drauf. Komm, wir machen den V12 rein. Ist egal, wir haben Geld. Wir haben Geld. 45 runter. Und auf 85, dann gehen wir wieder mal Geld aus mit der Viper. Twin Turbo kann man drauf. 1,6. In echt kosten Twin Turbo keine 1.026, kann ich euch sagen. Echt, das ist teurer. Allrad können wir nochmal drauf machen. 4,5. War noch 78.000 übrig. Habe ich jetzt überhaupt eingebaut? Nee, ne? Jetzt. So, haben wir alles. Spoiler machen wir nix. Reifen können wir Rennreifen gerne drauf machen. Kostet noch minus 9. Selbst für der Viper gebe ich das Geld nicht aus, Alter. Das ist ja der Wahnsinn. Selbst das Ding kann ich voll aufbauen. Reifen haben wir auch mal. So. Warte, Felgen können wir hier gerne. Obwohl, wir gucken erstmal weiter. Wir haben noch ein bisschen Geld übrig. So. Warum rechne ich überhaupt Minus, Alter? Ich habe da oben sogar die Anzeige mit 130.000. Ich bin ein Depp, Alter. Bremsen können wir machen. Komm, da brauche ich gar nicht mehr gegenrechnen, weil wir haben ja jetzt die Anzeige da oben. Die nehmen wir einfach. Fahrwerk brauchen wir nicht. Gewichtsreduzierung können wir machen. Das machen wir auch mal mit. So, Motor. Die Turbos größer. Papa braucht große Turbos. Hubraum, weil wir haben V12 auf jeden Fall zu wenig. Ansaugung. Ich glaube, ich kann Vollaufbau machen, auch mit der Viper. Alter. Ich habe also zwei Biester zur Auswahl. Es wäre mir egal, was die Leute dann sagen. Entweder nehme ich die Viper oder den Ultima. Das ist mir dann sowas von total Wayne. Weil, wie gesagt, beides ist einfach Vollaufbau. Locker flockig, Alter, es ist krass. Ich habe anscheinend echt gut Glück gehabt, was das Geld angeht. Weil wir können hier wirklich alles reinzimmern. Selbst die Viper ist voll auf Anschlag getuned. Boah, okay, gut. Ja gut, kann man sich nicht beschweren. Dann können wir noch nach Felgen gucken. Das ist alles besser sogar. Boah, okay, dann können wir jetzt noch Felgen machen. Minus 19 Kilo. Dann nehmen wir irgendwas schön Leichtes.
Komm, muss nicht schön sein, muss nur gut aussehen. Nehmen wir. Passt. Ja, damit wäre die Viper auch voll aufgebaut. Nice. Warte mal, Spoiler, können wir noch gucken, ob das irgendwas besser macht. Vorne ja. Hinten wird das wieder dasselbe Thema sein, als wir ihn runternehmen. Macht keinen Sinn. Okay, selbst die Viper haben wir voll aufgebaut und haben noch gut Cash übrig. Aber wie gesagt, wir werden Ultima nehmen. Die Viper habe ich mir jetzt nur für Backup aufgebaut, falls die Leute meinen, das ist aber nicht cool von dir, dass du die Viper, dass du für 130er ein Auto kaufst. Dann kann ich sagen, oh, ich habe da noch was anderes. Wartet kurz. Und alle so, puh, krass, hat er nicht gemacht. Ja, doch, hat er. Hat er in dem Fall dann doch gemacht. So, ich gucke aber trotzdem mal kurz noch ein bisschen nach Designs. Wir haben nämlich Zeit, ich will den Ultima gar nicht testfahren. Obwohl, wir können, warte mal, wir können mal ganz kurz auf jeden Fall mal das Setup ein bisschen was machen. Nämlich Diff. Ist schon weit nach hinten, aber der wird mir nämlich untersteuern wie Sau, nämlich sonst. Ich kenne das Spiel nämlich, das ist das Hauptproblem. Deswegen machen wir mal 75. Droppen den auf den Boden, weil wir das können. Ja, 8,9 Bodencentimeter Bodenfreiheit ist immer noch TÜV. Höhe hinten nicht mehr, aber vorne. Passt da. Und ich würde sagen, kann man so machen, oder? Ja, finde ich, geht so klar. Zuckt immer ein bisschen. Wenn man mal reinkommt. Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja ein bisschen Zeit. Ein bisschen sehr viel Zeit, muss ich sagen. Ich habe mit dem Geld echt viel Glück gehabt, ne? Einkaufswert ist halt super. Ultima GTR ist halt mit das krasseste Auto im Spiel und wir können es halt kaufen. Das ist halt schon leicht geil. Ja, der wird schon hart bumsen, glaube ich. Jetzt reicht mit Allreif, wird er schon ein bisschen nach vorne gehen. Was sagen die Tuning-Daten denn? Gucken wir mal kurz. Okay. Das ist schon. Oh, Höchstgeschwindigkeit ist nicht gut. Warte mal, da müssen wir mal kurz mal ein bisschen tweaken. Mal ein bisschen mal hier rangehen. Das wäre nicht Topspeed. Traut, ja, da geht noch ein bisschen mehr. Topspeed ist nicht gut. Ja, da geht noch ein bisschen was. Wartet. Da geht noch ein bisschen was. Topspeed, da holen wir noch ein bisschen was raus. Ja, wir hier, 3,72. Da geht noch was. Da geht noch, ich sehe es schon. 3,85. Wartet. Die 4 hätte ich schon gerne vorne stehen, eigentlich. Das müsste auch gehen. Ja, locker flockig sogar, Alter. Alter, ich habe die Schleudern gerade nochmal verbessert. Puh! Jetzt noch besser? Auf 406, warte mal, was hatten wir gerade? Alter, es geht noch besser. Junge. Jetzt aber Schluss, oder? 407. Nee, es ist noch nicht Schluss. Nee, jetzt ist Schluss. Okay. Ja, okay. Sehr gut. Übersetzung ist gut. Warte mal, das machen wir bei dem anderen Auto auch mal schnell noch. Normal baut man sich ein, aber wie gesagt, ich habe das jetzt nur gemacht, um keinen Stress zu machen. So, machen wir das mal hier kurz auch nochmal Setup, weil das Ding ja auch von dem Topspeed gut geht. Und tiefer ist. Das sieht ja aus wie Scheiße. So. Auch tiefer. Diff machen wir hier dasselbe Thema. 75. Und ein bisschen mit dem Arsch kommt. Die rennt jetzt schon 3,93. Junge, das ist ja übel. Das ist ja übel. Alter, das Ding ist ja sauschnell. Ich überlege, ob ich die Ultima überhaupt nehme. 4,15. Geht da noch mehr? Oha, das Ding ist schnell. Das Ding ist echt schnell. Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Puh. Na egal. Wir nehmen trotzdem den anderen. Wie gesagt, geiler ist ja trotzdem brutaler. Dementsprechend. Obwohl ich das Design gerade überlegen bin. Nehmen wir das Design? Ich überlege gerade. Wir können ja mal gucken. Wir haben Zeit. Also 15 Minuten sind echt lange, wie mir auffällt. Was suche ich denn? Ich hätte gerne... Ja, Renn-Livery passt schon gut zu dem Auto. Gucken wir mal. Die sind aber noch alle schön in ihren Gruppen, ne? Nicht mal kurz gucken. Ja, die sind alle noch in ihren einzelnen Gruppen. Jetzt muss ich mal kurz wieder mein OBS aufmachen. Nicht, dass ich hier nichts sehe. Das wäre nämlich kacke. So. So. Ich trinke mal kurz aus meinem unsichtbaren Getränk. Wartet kurz. Ja, dann schneidet man sich automatisch den Kiefer mit ab. Irgendwie für den Wagen gibt es nicht so Gliveries, wo ich sage, so BÄM, fetzt das. Eher so, naja, obwohl, das Grün ist geil. Nehmen wir das. Nee, nehmen die jetzt hier, die schön auffällig. Die sagt den Auto direkt so, ja, ich habe ein schnelles Auto. Ja, ich habe das Geld dafür. Das ist gut, das nehmen wir. Da bin ich sehr zufrieden mit. So. Oh, sieht gut aus, oder? Ja, ist auf jeden Fall aggressiv und auffällig. Also, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Ist ganz schön große Z drauf, ne? Und ich fahre ich keine OZ. Aber haben wir OZ drin, die vielleicht besser wären sogar? Ich glaube, wir haben keine OZ. Die Originalfelgen sind einfach sauleicht, ey. Das ist echt übel. Guck es mal an hier. Selbst halt 20 Kilo. 20 Kilo ist schon echt eine Nummer, ey. Ja, haben wir überhaupt OZ drin? Ja, haben wir.
Selbst OZ ist schwerer. Ich würde OZ nehmen, aber es geht nicht. Krass. Dass die Mehrteiligen nur 5 Kilo schwerer sind, glaube ich irgendwie kaum. Das recht, das hier ist gleich schwer. Das kann halt auch irgendwie, na, ist egal. Hier gibt es kein OZ, ne? Oder gibt es hier auch OZ? Oh, doch, OZ. 16 Kilo schwerer. Bah, das mache ich nicht. Das killt mir ja voll die Performance. Aber die gehen alle, ne? Hier zum Teil waren welche hier dieselbe Gewicht haben. Was sind sie denn jetzt? Ne, jetzt sind sie alle wieder schwerer, okay. Dann sind hier keine mehr dabei, die irgendwie... Ne, ich hätte gerne irgendwelche coolen Felgen, aber die sind alle viel zu schwer. Die 5 Kilo würde ich mir auch nicht auflasten. Der Wagen hat ja den Vorteil, dass er einfach so sauleicht ist. Das möchte ich auch gerne dabei behalten. Alles viel zu schwer, alles viel zu schwer und es wird hier noch nicht... Natürlich sind die wieder nicht schwerer, was macht gar keinen Sinn, macht. Was sind die denn so fucking leicht? So gut die Form mehrteilig wären, halt auch brutal, ne? Boah, das wird schon hart scheppern, ne? So hinten an der Hinterachse. Puh! Aber die 10 Kilo will ich halt irgendwie nicht... Die 5 könnten wir machen, oder? Ja komm, die 5 Kilo machen wir. So, wir sind fertig. Ich ja, auch, ich weiß. Ich komm so du, raus. Ich muss kurz was fragen. Durfte man bei Gold Digger ein Ultima nehmen oder nicht? Ja, durftest du. Okay, gut. Ah, so weg mit der Scheiße. Auch wenn der 10 Unternehmen ist, was man hat. Ja, wenn in diesen anderen Bereichen nicht ein Sportwagen dabei wäre, wäre der eher diesem Golddigger entspricht. Ja, also ich, gut, dann nehme ich den anderen. Ich habe 2 aufgebaut, weil ich genug Zeit hatte. Achso, okay. Also das habe ich auch. Ich habe auch einen, der 140 genau gekostet hat. Schade, dann nehme ich nicht den Ultima. Manu, ich möchte dich bitten, mir das nächste Mal nicht hinterher zu fahren. Ich möchte dein Auto nicht Mann. Sehen. Achso, ja, ich habe. Ray, eine Empfehlung. Sag nicht, dass das bei mir ein schlechtes Design ist, ne? Ah, nee, aber ist immer im Ernst. Mega, ich hab mich gewundert, was ja. Für ein Cabrio fliegt, der jetzt durch die Gegend. Reingegangen. Kann mich jetzt wieder einer einladen? Ja, aber ich hab das Thema ein bisschen verfehlt, also. Ich auch. Ich nicht. Ich bin irgendwie zum Tuning-Treff gekommen und nicht irgendwie zum Treffen der Reichen und Schönen. Warte, ich komm mal. Ich sag, ich hab noch ein Ultima, aber der wäre 10 unter dem, was ich habe, also nehme ich ihn nicht. So. Ja, Ultima ist halt ein bisschen OP, aber wenn es halt vom Geld ist. Ja, gut, das andere Auto ist jetzt auch nicht weniger, es ist auch X. Ich habe mir einfach 2 fürs gleiche Geld gekauft, also. Ja, gut. Nee, die war ein bisschen teurer, günstiger, 10er. Wenn ich den Ultima nehmen darf, nehme ich den auch. Japaner im BAC, alles klar. Lightning McQueen ist dann auch dabei, guten Tag. Na, oh, Lukas, ich wollte die Lackierung erst nehmen, ich hab's dann aber nicht gemacht. Die wir alle wissen, Lightning McQueen war der Viper. Ja. Ja. Mit V12, wie immer. War Lightning McQueen nicht eine Corvette? Ja, auch. Alles. Achso. Auch ein Clio. Ne, Renault Alpine passt besser. Mal zur Frage, wer hat kein V12? Ich. Was hat denn der Ferrari FF? Ich habe auf jeden Fall keinen Aventador V12. Du hast einen V12 aber drin. Ich habe keinen Aventador V12. Das ist der Ferrari sehr komisch, ja. Ich werde so hart auf die Fresse fliegen, merke ich schon wieder. Es gibt glaube ich einen Ferrari, wo ein Aventador V12 sogar reinkommt. Rein kann. Ja, ich glaube mehr wären es glaube ich jetzt auch nicht mehr. Doch, kann mich jetzt jemand. Warum musst du denn. Ach Gott. Bist du eigentlich noch in der Gruppe drin? Normal kannst du nachjoinen, oder nicht? Ist nur noch nee, also Gruppe da auch raus. Aber ich kann ihn einladen. Ja, dann lad ihn mal derzeit raus. Und derzeit würde ich sagen, gehen wir es mal im Schnelldurchlauf durch, was wir so aufgebaut haben. Ja. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal auf der rechten Seite an. Also links. Egal, bei Team Porsche halt auf jeden Fall. Okay. Beim Buck Mono. Genau. Das also, gehört so, wird er ausgesprochen in England. Genau, also als erstes habe ich hier ganz ein schönes Design ausgesucht. So, ja, das ist wichtig, dachte, so Optik bringt ja. Extra PS. Genau, und dann, ich hatte 161.000 fürs Auto, das passte genau ungefähr. Und dann noch 80.000 fürs Tuning, also Vorlaufbau. Ja, dann Murmel. Also ich habe zuerst gezogen 155.000 und danach 80.000. Hab mir dann erst den Ultima gekauft, voll aufgebaut, keine Designs ja, mehr weiter, gehabt und die Standardfarbe. Dann hätte ich auch den Ultima nehmen können bei 150. Ich habe 140 den jetzt extra nicht genommen, weil der die Viper günstiger ist. 150. Und dann dachte ich jetzt, ich darf den nicht nehmen, hab mir dann Lotus aufgebaut. Ist egal. Leck mich doch, Alter, ey. Dann kann ich auch den Ultima jetzt hier hin. Wir können ja so ein Buch schreiben, wo ich bin. Welchen Teil von kompakt hast du nicht verstanden? Das war kompakt. Schnell. Flyer, bitte. Ich habe für das Auto 156.000 gezogen und fürs Tuning 170.000 und habe mir dann eine Viper geholt, wie die meisten anderen hier auch. Ja. Alles klar. Higi?
So, 280.000 fürs Auto. Oh, bist du ekelhaft. Alter, Junge. 150.000 fürs Tuning. Oh, du bist noch ekelhaft, ja. Ich hatte die Auswahl dann, so im Preisbereich, so eine G-Klasse, ein Rallye-Monster oder dieses Ding hier. G-Klasse wäre geil gewesen, hättest du mal Respekt bekommen, Alter. Ja, aber da habe ich mir gedacht, nee, lieber nicht. So eine goldene G-Klasse. Ja, das wäre Gold, Digga, das Beste gewesen. Alter. Da habe ich den halt voll aufgebaut einfach. Weiß ich schon mal, was aufs Thumbnail kommt, eine goldene G-Klasse. Ja, das kam mir auch gerade so durch den Kopf durch. So, ja. Ja, da, stark. Ja, dann Andi bitte. Ich hatte fürs Auto 190.500, dann fürs Tuning 124.000, hab überlegt, ob ich mir eine NSX kaufe, aber die hat nur 170.000 gekostet, fand ich dann war ein bisschen billig. Hab den F-Type Project 7 genommen und ja, Vollaufbau. Also da auch nochmal zum Hinweis, wir sind dazu angehalten, in dieser Gold Digger Edition wirklich auch mehr oder weniger das volle Geldpotenzial fürs Auto auszunutzen. Weil, Deswegen steht ja kein Ultima, ich möchte es nochmal erwähnen. Genau, ja. Deswegen großes Kompliment an Lukas, dass er sich da dran hält. Na, Murmel! So. Der Ultima steht in der Garage eingedeckt. 150.000 kostet ich 155.000 ziehen. Dann ist die Viper noch vorm Ultima. So, egal. Auf jeden Fall, ja, die kostet 30 Mensch fährt im Audi, da ist was schiefgelaufen, erzähl mal. Ja, also ich habe 86.000 für das Auto gezogen. Oh. Dann 224.000 für das Tuning. Hallo? Ja, was ist die Aufteilung? Moment, was hast du bitte gezogen? Junge! Ich hab den Vanish gezogen und den in so ein Penhall. Super. Geil. Ihr wart noch gar nicht bei den starken Autos. So, dann, Piabo. Nicht fürs Tuning, fürs Auto 190.000, fürs Tuning 210.000 und dann Vollaufbau. Fertig. Und dann traust du dich dann PXA Performance Design drauf zu machen, da hat ja nichts mehr mit Performance zu tun. Doch, naja, hast du voll performt. Naja, passt zur Marke. So, Benny. Muss einfach sein. Ich glaube, fürs Auto 300. Ein Moment kurz, ich glaube, neben Higi, der Erste, der mal so richtig eine Golddicker-Prollkarre mal hat, ja. Aber okay, ja, fang an, weiter. Ich hatte fürs Auto 367.000 Credits. Alter. Junge! Und fürs Tuning 90.000. Heißt, den Ferrari vergewaltigt. Ja, man sieht's. Klar. Ja, immerhin, ja, bleibt's italienisch. So. Ja, dann ganz kurz zu mir. Ich hatte 105.000. Und 52.500 für, also 105 fürs Auto, 52.500 fürs Tuning. Hey. Und ich sage an dieser Stelle nochmal, Gott sei Dank gibt es so Preis-Leistungsschleudern wie Nissan GT-R, sonst würde ich jetzt heute richtig scheiße dastehen. Ja, so, mehr muss ich dazu glaube ich nicht sagen, alles weitere bei mir in der Aufnahme. Eregos. Also Auto war 218.000 und Tuning war 70.000, beim GT3 RS ist da nicht viel einzubauen, also habe ich mal reingeschmissen, was gegangen ist. Ja, das heißt, das Ding hat jetzt Allrad, ein Twin-Turbo und ist überhaupt kein GT3 mehr. Ekelhaft! So. Nix Allrad! Okay. Mr. Rusty's, bitte. Dann, Lukas, bitte. Genau, ich hatte 140.000, hab mir erst ein Ultima gekauft, dachte mir aber dann, das ist unfair, weil der 10 drunter ist, hab mir dann die Viper geholt. Kompliment. Genau, und dann hatte ich 130.000 noch für Tuning, also V12, Twin-Turbo, Allrad, Vollaufbau. Das ist alles drin. Warum auch nicht, ne? Ja, weil dann. Und ich hatte immer noch 40 übrig. So, Lars hat immerhin vom Design das Thema heute getroffen. Genau, also ich habe 150.000 fürs Auto gezogen, 90.000 fürs Tuning und dann, ja, Vollaufbau hat nicht ganz gereicht, aber V12, V-Turbo, Allrad, mehr muss man nicht sagen. Okay, das heißt, es ist heute das Duell der Viper auf Vollaufbau, fast Vollaufbau. Okay. Aber ist Tamin gar nicht da. So, gut. Ja. Ich möchte betonen, dass hier auch ein grüner Ultima fährt, der auch noch eine Viper wäre. Entschuldigung, möchte ich nur. Nein, ich habe den teuren für 150.000 gekauft, weil ich 155.000 bezogen habe. Ich habe 150.000 Ultimate? Ja, das ist der mit weniger Leistung. Ah, okay, ja gut, mehr. Okay, gut. Ich aber jetzt nochmal wirklich kurze Frage: In welchem Bereich ungefähr durfte man bleiben? Hatten wir das vorher? Ha? In welchem Bereich man ungefähr bleiben? Also, sagen wir es halt mal so: Wenn du halt quasi drei Autos zur Auswahl hast, die im Bereich von zum Beispiel 10.000 sind, so wie es bei Lukas. Dann nimmt man halt schon das Fahrzeug, wenn was halt eher auch diesem Golddigger-Image, also eigentlich ein Sportwagen, reinrassigem Sportwagen, halt eher entspricht. Und beziehungsweise diesem Status eher entspricht. Und vielleicht auch das Fahrzeug, was näher an diesem Wert dran ist. Bei mir war es kein Thema. Ich hatte 105.000, der GTR kostet 105.000 und ich bin Gott glücklich, dass es immerhin dieses Auto gibt, das gutes Tuning-Potenzial hat, weil sonst würde ich heute richtig reinscheißen. Tue ich sowieso, aber ja. Renault Alpine. Oh, ich stehe halt ganz vorne. Ach, es gibt ein paar auf X.
Ja, es gibt ein paar auf jeden Fall. Okay. Mittelfeld. Vipers und. Ja. Ich bin einen Punkt entfernt. Helgen hätten noch gemusst, dann hätte ich. Ja, fehlt auch einer. Man hört einfach nichts aus, was soll ich. Nein, wieso wollen mich alle? Hätte den Flügel abbauen. Boah, ich hab grad mega die Ruckelorgie bei mir. Alter! Ja, bei mir aber auch. Yo, mein Netz geholt, oder? Benny ist halt auch wieder mal am rummorfen. Ja, ich muss bei mir gleich mal kurz nochmal in die Frame Rate rein. Die ist wieder komplett am rumspucken. Ich hab grad vielleicht 10 FPS. Nee, bei mir ist gerade alles. Junge! Vielleicht haben das 4K mal ausstellen. Hab ich schon. Ich hab jetzt gerade 60 FPS Full HD und Ulti, OBS hat damit Probleme. 4K juckt OBS irgendwie nicht. Ey, der Audi. OBS und Forza sind ja generell so. Also, die mögen sich immer. Nicht. Du hast aber ein teures Auto, Benny. Das ist der Unterschied. So, wer hat jetzt gewonnen? Ich hab gar der nicht. Der RS4. Alles klar. Das ist jetzt auch nicht. Ja, da gut Gewicht auf der Hinterachse, ne? So, ich stell mal kurz meine Grafik noch mal ein bisschen um, es geht ja Gott sei Dank on the fly. Mach mal schnell. Komplett runterstellen alles. Alles aus! Ja, dann darf doch mal unser Audi-Fahrer ein Straßenrennen aussuchen. Lukas, jetzt spielst du genauso wie ich. Und um das zu beschleunigen, gebe ich dir einfach die Rechte dafür. Oh. Oh, das ist ein Fehler. Am besten eine Gruppenroute dahin und dann. Jo. Ja. So, ich spiel jetzt mit schön 30 FPS, da läuft's nämlich. Komisch, aber auch. Was kannst du gleich hier wieder auf der Xbox spielen? Ja, ich merke auch. Also 30 FPS ruckelt nichts mehr, 60 FPS, ich kack das Spiel zusammen, ich check grad nicht. Ja, muss man echt nicht checken. Entschuldige mich, Mario. Ich will auf der Xbox. Checker. Weißt du, wie ich beim Spiel spiele? Oh nein, Straße. Ja, die haben gesagt. Hallo, Max. Was denn? Siehst du, er kapiert es auch nicht. Damn. Hört mal, mein Kater echt so laut. Das sieht ja schön. Ja. Auf schöne Straßen, wenn die Weiber wird schieben wie blöde. Für das Spoiler. Ey, weg da mit der Weiber. Also die Leute, die hier auf X aufgebaut haben, von denen will ich jetzt überhaupt keine hören, ja? Ich hab zwei Autos auf X. Der Ultima wäre auch. Zum Glück bin ich ein Punkt von X weg. Raytos nicht. Das Beste, ich baue so eine Ultima auf, hast du so 90.000 rumfliegen, was ich mit dem Geld. Die volle Grafik gebracht bei Lukas. Ja, sorry dafür. Also, Forza brauchte eine Neustadt irgendwie. Da war irgendwas im Hintergrund nicht ganz richtig. Kein Problem. Ging ja nicht so lang. Keine 5 Minuten geht's hier weiter. Ihr seht immer noch Scheißwetter hier. Und ja, wir haben einen neuen Sieger, Flyer. Aber der kriegt jetzt gar nicht die Rechte, denn der soll mir einfach nur mal so ein Gebiet sagen. Sagen wir mal so ein Gebiet. Ach nee. England. Ja, an die stöhnt nicht schon. Nicht das Art von Gebiet. Ah, okay. Schade. Du wirst gleich merken, was für ein Gebiet ich meine. Wir sind auch. Lass dir ruhig sein. Ja, es sind sehr viele Gebiete. Ja, nimm mal Outback, komm. Bitte, was Outback-mäßig ganz kommt. Ja, Outback, welches Outback? Link oder rechts Outback? Was? Da gibt's zwei. Sag mal, Outbacks. Flugplatz oder Goldmine? Ja, bitte. Für eine Größe dürfst du mir auch noch sagen. Überfordere ihn nicht. Der ist schon. Was gibt. Ich nehme C. Größe, was gibt. Okay, ich alles klar. Warum denn nicht das Kleine? Ich schaff's vielleicht noch nicht rein. Insgeheim hoffe ich auch. Cool, ich fahr durch die Pep. Gut, ob's infiziert ist oder nicht, werden wir eigentlich relativ schnell feststellen, ob jetzt Andi schlechte Verbindungen bekommt oder nicht. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ja, einen neuen PC und es ruckelt sehr gut. Wenn es infiziert ist, habe ich doch einen Vorteil. Ich sag dir so, Microsoft möchte, dass du weiter eine Xbox kaufst. Die Spiele sind auf dem PC nicht optimiert. Fertig. Auf den Xbox One X, los. Ich häng noch in der Schnellreise. Okay. Nein. Oh nein, kein Bock. Die Laune steigt wieder. Ja, kein Bock. Egal, wenn die gut aussuchen dran ist, dann kotzen alle schon insgesamt. Wir wollen euch bei solchen Videos einfach mitreißen. Ihr sollt euch einfach genauso fühlen wie wir. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin Spaß mehr am Leben. Andi ist glücklich, es ist kein infiziert. Können wir vielleicht mal die Spielplatzspiele rausstreichen? Als ob jetzt wo die Also ich sag's mal so, ich könnte ja jetzt einfach mal die Zuschauer in den Kommentaren fragen, ob wir ihn rausschmeißen sollen. Ich gehe davon aus, dass wir sie nicht rausschmeißen werden. Ray, glaub, ich krieg die so gepolt, dass sie das jagen. Auch nicht raus. Ray, du weißt nicht, wie viele Faker-Codes ich herstellen kann. Ja, Andi 1, Andi 2, Andi 3. Viel Spaß dabei. Andi, da fehlen 2, oder?
Ja, sowas passiert im Krieg. Ich war gerade. In dem Moment, wo ich gerade weg war, oh, plötzlich hat er reingeschafft. Kommt in das Internet-Chart. Soll ich starten? Ich hab aber einen kleinen Vorteil. Wo sehen Sie das flüssige 60 FPS? Der Wahnsinn, wo gibt's denn sowas? Ja, bei dir nicht. Doch, jetzt schon. Ach so. Bei Roller oder so. Bei Roller auch. Und bei Praktika gab's die, aber die haben pleite gemacht, weil sie halt alles angeboten haben. 60 FPS wollte keiner bei denen. Okay, das ist nicht dein Ernst. Das ist mein Ernst. Wenn du da dran vorbeifährst, kann ich dir auch nicht helfen. Ja, weil ich dich gesucht hab. Ja, die stand genau vor dir, du bist voll dran vorbeigefahren. Ob du blind bist? Ja. Oh, ich komm nicht aus diesem scheiß See raus. Komm schon, komm schon. Ja, ich will die. Nein, das ist der ganze. Okay, doch nicht. Wo muss ich hin? Oh! Weiß nicht, wo ich hin muss. Hier muss ich hin. Nee, doch nicht. Nee, doch nicht. Ja, doch, nee. Schneller! Schneller! Nein! Schneller! 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 Nein, das ist der Kante! Nein! Alter! Fick dich doch, ey! Man merkt, welche Leute in diesem Modi gerne spielen, direkt in Rage geraten! Nein! Schneller! Schneller! Ja, genau da! Ja! Ja, dahin! Ja, genau richtig! Alter, was zum Geier! Hat sich verkehrt bei dir! Entschuldigung! Genau da mag ich meine Flagge! Alter, Ben! Nein! Welcher verfickte Nützler? Alle Viper-Fahrer, ihr seid scheiße. Nein, selber. Ja, doch, ja, mit alle anderen, nicht ich. Nein, ihr liegt alles im Weg. Alter. Nein, Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. Ich glaub, die neue Bestress haben wir noch. Nein, wann? Ach, komm weg. Schon. Danke, Lukas. Gerne. Hilf, wo man kann. Nein. Nein, okay. Bann nicht gleich vom Teamspeak. Nein, das wirst du nicht. Doch, das werde ich tun. Nein, das ist nicht du. Ray, ich unterstütze dich dabei. Los. Jo, ich häng also ein bisschen. Oh, ist aber cool. Machst du das öfter so? Verdammt. Nein, ich muss schlagen! Nein, nicht! Komm, Scheiße, komm. Hätte ich mal umgedreht. Oh, yes. Hallo. Komm schon schneller! Alter. Ja! Muss ich hin? Scheiße, ich fahr falsch rum. Jane wirft den Zaun und schiebt mich. Nein, Lukas, nein! Nein! Okay. Scheiße! Ich fahr voll den Umweg. Muss ich hin? Da vorne. Schlecht. Hilfe! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Oh doch! Ja! Oh doch! Schön mit Fassrolle noch. So, Bruchteil einer Sekunde vor mir die Flagge wegschnappt. Das ist bei jedem Spielplatz wie so. Ich klau dir alle. Aber Benny willst du nicht bannen, oder? Ja. Yes! Der wird ja schon ein paar Mal hintereinander gebannt. Ja, genau, der. Der war ja mal Testkaninchen. Okay, jetzt sind wir quitt. Nein, Lukas, nein, tu's nicht! Okay, doch, hopp mal! Komm schon! Nein! Doch! Nein! Doch. Nein, das ist eine Kante! Mann! Deine Mutter ist eine Kante! Entschuldigung! Ja! Und da geht die Werbung. Komm, da ist eine Flagge! Ja, bevor nein, die ist da oben! Scheiße. Ich muss sagen, im Moment hab ich seit letzten 2-3 Monaten keine Werbung mehr, eine Werbeunfreundlichkeit gehabt. Mittlerweile haben sie das mal im Griff, den Scheißbot. Deswegen fluche ich auch wieder fröhlich. Oh, du hast mich nicht mal berührt! Jetzt kommt wieder der Zufall. Oder so ähnlich. Ja, ich sehe, ich hab schon die Werbung, ich hab schon die Anzeige gesehen, dass Oh nein, oh nein. Hier ist rausgekommen, das kleine Kind in China mein Video schneiden. Schneller! Komm in dem Video, Nein, Manu, hau ab! Boah, Hilfe! Benny! Komm in dem Video, Rage mit Ray. Ich kann nur mein Video heute bei Sekur empfehlen, scheiß Flugmodi. Nein! komm, das sind aber lange Flüge. Vorsicht! Okay. Guten Tag! Dach, was machst du da? Ich hab 100 Meine Flagge einsammeln. Gestellt. Komm, die krieg ich. Komm, nein, das ist eine Kante, Mann. Warum? Schneller! Nein! Scheiß doch nach, Felder! Schneller. Yes! Schneller. Nein. Ja, du Sau, leg dich schneller! Nein! Du magst schneller! Lukas, ja. Das ist eine Bremse. Was? Oh shit, Schnurlo. Wenn du dieses Spiel in echt spielen würdest, ne? Tot. Alle tot. Ja. Nicht nur wir. Das ist nicht wahr. Umwelt. Doch, das ist wahr. Möchte ich einfach mal eine Flagge, die direkt vor dem fucking Punkt sitzt. Self-Mode activated. Ja, 8 Jahre lang so. Schön driften über die Hürde. Lukas, jetzt gib mir doch auch mal einen Punkt. Nee, so ist das nicht hier. Bitte gehen Sie weg, meine Flagge. Okay. Nein! Sobald er hat die so eine Drecksviper von euch so eine Flagge hat, ist es eigentlich schon fast unmöglich zu bekommen. Nein! Nein, Bob!
Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier, meine. Komm her! Nein! Was macht die neue Allradburnout? Scheiße! Hilfe. Schon? Nein! Ach Mann, du alte Katze. Nein, die Zeit ist gleich zu Ende! Krieg sie nicht, nein! Schneller! Nein, schneller! Nein, schneller. Nein. Ach, komm! Eine Sekunde gepumpt wird! Mann, das ist doch scheiße! Ja, also gut, jetzt drehen wir die ganze Reihenfolge um und dann hab ich gewonnen. Was lernen wir daraus? X-Autos sind nicht cool für Flaggensammeln. Zumindest hab ich was lernen wir daraus? Mein Internet ist mein bester Freund. Bist du Allrad? Ja, ja, Benny ist eh disqualifiziert, wenn der da verlierst du gegen das ist ein bisschen schwierig. Ich hab in der letzten Sekunde die Fahne abgegeben. Und auch anmerken, AMG GT-Fahrer sind sehr enthusiastisch beim Flaggensammeln. Ja, bin ich. Absolut, die sind die machen auch eine Fassrolle beim Abgeben. Ich hab die Hälfte der Zeit versucht, auf den Hangar zu springen. Hat das funktioniert? Also ja, andere genau. Versuchen eine Flagge zu fangen, hier gibt es auf dem Hangar zu springen. Ja, der Anlauf ist nicht lang. Man muss Prioritäten setzen im Leben. Naja, hier geht es von hinten immer hin. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, wenn man sich ein Auto kaufen will. Ja, wollt sie auf den Hangar springen oder wollt sie Flaggen jagen? Also, ich muss sagen, mit dem Regierer ist kann man Frage, super ne? Rückwärts auf den Hangar springen. Ja, die Frage brauchst du nicht stellen. Hab ich schon gemacht. Kannst du noch weiterempfehlen? Kann ich weiterempfehlen, wenn man Geduld hat. Oder wie du wenn ihr ein Sicherheitsrisiko ist, wenn ich dem jetzt vielleicht die Anführungsrechte gebe und er sowieso mit wideren Mitteln gewonnen hat, mit seinem Lagging, entscheide ich jetzt einfach mal das nächste. Der Zufallsgenerator hat ein Querfeld-Einrennen gewählt. Ach Gott. Ja, geil, aber gut, dass ich Allrad habe. In ja. Klammer, in Klammer. Rallye, kein Foto von mir. In Klammer Rallye-Sprint. Ja. Ich hätte echt Gruppe W-Fahrzeug kaufen sollen. Jetzt wird mein Auto zur modernen Gruppe B. Schon mal ein Foto von an alle Viper-Fahrer schon mal einen Stinkefinger. Von dir will ich auch kein Foto. Was ist das für eine Sache? Hä? Was ist das für eine Aussage? Das sieht irgendwie komisch aus. Ich hab Bilder im Kopf. Oh Gott. Tut mir leid, wenn du da auch noch Bilder davon hast. Eieieiei. Ja. Ich sag jetzt nichts mehr. Besser ist das. Oh, ist das warm hier bei mir, ey. Ich sehe dein Webcam aus, als hätte ich mich gerade mit Öl eingeschmiert. Das tut mir sehr leid dafür. Sehr geil. Schön, alles Frittenfett. Jetzt habe ich Bilder. Und alle Zuschauer auch. Lukas, pass auf, dass kein Fettbrand entsteht. Ja. Passiert also, schnell. Lukas geht also, ich darf hier eigentlich auch nicht duschen gehen, sonst brenne ich. Lukas geht ja auch jeden Abend zu einem Fastfood-Restaurant, das Burger verkauft. Ja. Oh, bitte nein. Die Hand und Glück ist gut. Alter. Jetzt ey, da war ich sogar gestern. Nein, Bro, das ist scheinbar das letzte Mal. Für die wohnst du nicht, weil du es verdienst. Ah, die Vipers sind in einem Team, BÄM! Ich war halt echt so, ja. Ich mag mein Team. Und alle, auch die ganzen Fahrzeuge, die in V12 eingebaut haben, ey, ist echt geil. Und zwei GTRs sind auch in einem Team. Weißt du, das schwächste Fahrzeug startet ganz hinten. Es gibt doch nur ein GTR. Doch, so zwei. Ja, aber keine zwei Nissan GTR. Oh, schade. Ah, ohne Kollision, sehr gut. Oh fuck! Nein, Baum! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Der einzige Hilfe. Fucking Busch am ganzen Straßenrand! Da schon wieder Wasser, ey. Nein, warum? Allrounder! Lukas, was ist das? Ferrari ist ein Allrounder! Niemand zuvor! Mit dem fahr ich jetzt immer zum Tantenkampf. Boah, die Viper geht aber auch viel mit dem Arsch! Oh. Ja, hier sind jetzt Fahrzeuge, die ein leichtes Untersteuern haben, eigentlich von Vorteil, weil du... Nein, ich hab die Viper halt auf Heck eingestellt, das Problem. Ja. Ja. Ey, ich hab dich fast erwischt. Ich nicht. Och, nee. Und halt das ist ein Jackpot. Ich hab die Viper von also, Andi, du müsstest ja jetzt ein Staub kommen nach dem anderen, muss ich sagen. Ja, ich hab ne Brille an. Der Moment. Oh, der schon wieder Kontrollpunkt vorbei, Mann. Juhu, fester Untergrund. Der Moment, wenn Heck angetriebener Gütenreihe ist, und der andere Viper im Shop da abzieht. Dann weiß Porsche fährt Rally. Motor hinten bringt was. Ich hab noch nie gesehen, dass Dodge die Viper im Rallye-Sport einsetzen würde. Ich hab, glaube ich, mehr Airtime als das Auto. Nein, Checkpoint verpasst! Oh, nee! Oh, Mann, ey! Und dann werden die Stimmen auf einmal ganz hoch. Ja! Gut, dass ich einen Peak-Limiter fürs Mikro noch hab. Mann, ey. Ja, meiner, ich sehe es ab und an mal rot Ausschlag. Ja. Was? Ich sehe es auch direkt vor mir. Es war schon dreimal rot heute. Ja, ne, du bist aber heute auch immer so laut. Ja, warte, ich stell gleich nach dem Rennen mal was um. Oh, schon wieder, schon wieder am Kontrollpunkt vorbei, ey. Ja, ne. Ich sag mal so, ich hab zu viel Crew 2 gespielt, dass ich Checkpoints noch wahrnehme.
Lukas, du kannst halt vorbeiballern, wie du willst. Mana, ja. Hier ist es ein bisschen sehr schräg. Fuck it! Donato Kadidro zu den Wills. Mummel, du schon wieder. Ja, ich hätte aber vorzuweisen, wie echt kein Mikro. Ja, Scheiß. Jane, und rostet dein Mikrofon auch gut? Ja, so ein bisschen. Der rote Dreifachsieg. Boom! Komm, den erst hier noch abziehen! See, Viper! Ah, nee! Oh Gott, Moment! Kacke! Ja! Sogar nach Helden sortiert bei uns drei. Komm! Ja. Moment, ich krieg dich noch. Aber das ist ja gut, ich hab das aber das, aber das, dass Higi wirklich die meiste Kohle hatte von allen, hatte halt echt so ziemlich eins der nächsten Fahrzeuge. Ja, aua. Das stimmt. Aber ich hab halt gesagt, nein, nicht holen! Nein! Also, Benny, du bist auch nicht. Ich bin offiziell enttäuscht vom blauen Team. Ihr seid eine Enttäuschung für eure ganze Familie. Warum? Sagt der die Checkpoint verpasst hat. Ich bin doch vor dir gelandet. Manu, ich hatte aber 100.000 mehr als du. Eben. Aber bei mir war das Problem, egal welches Auto ich genommen hätte, es war alles eine Kack-Basis gewesen, also wo man nicht viel rausholen konnte. G-Klasse wäre schon geil gewesen. G-Klasse wäre echt aus dem Grund heraus als eine G-Klasse. Ja, aber dann naja, wäre ich glaube, da hätte Way auch bei jedem Rennen einfach Kontakt eingestellt, allein dass du Vorteil damit hast. Yeah. Naja, die gibt's auf dem Thumbnail zum Glück bei uns. So, wer hat gewonnen, Andi? Warte, dann los ich erstmal aus, was drankommt. Hi. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich Drag Race, weil es wahrscheinlich gar nichts aussieht. Nee, Drag Race hatten wir ja schon. Oh da bin ich aber halbwegs gut. Gott. Wir können auch einfach Schluss machen. Nein. Nee, eine Veranstaltung haben wir noch. Die letzte. Das ist die letzte. So, ich gebe Andi erstmal die Leader Roll. Nein, wir machen keinen Kopf an Kopf, geh weg. Außerdem schaut er gerade leicht an. Ich will einfach nicht gehen, jemand, der leicht ist. Okay, Lukas, dreh ich mal kurz. Lukas, meiner ist leichter als meiner. So, Andi, such mir mal bitte. Oder uns besser gesagt, nicht nur mir. Suchen wir mal bitte ein Gebiet. Querfeld ein Rennen. Warum? Das ist das Rennen oder das Symbol mit den zwei Bäumen. Alter, jawohl, schön, dass mein Aufnahme genau dann geleckt hat, wenn wir mal ein Rennen hätten, wo ich mit der Viper ausrichten können. Mann! Ja, aber das läuft hier meistens so ab irgendwie. Wenn man dann mal einen Offroader aufbaut, weil man denkt, hey, dann bin ich für alles gewappnet, dann kommen nur Sprint und Rundkursrennen. Wenn man aber sowas hat, dann die G-Klasse hätte alles weggeknallt heute. Das ist schnell. Der Ulti ist ein Auto schlecht. Hey. Ist, ich hab's mir nicht so überlegt. Was sagen, soll ich das Schlimmste ist ja, als Ray schon gesagt hat, und Gott, das Ray Bishop ist mein Haupt. Oh nein. Oh Gott, auch noch das Beschissenste. Ich hab mir mal wieder überlegt, soll ich Offroad-Reifen und Offroad-Fahrer kleinbauen? Hab ich mir gedacht, ach nee. Dieses Mal nicht. Ich weiß, wenn ich nochmal dabei bin, dann weiß ich, wie es abläuft, ey. Dann baue ich die Viper auf Offroad um, ey. Ja, es ist, ich glaube, es ist. Ja, echt, wie gesagt, ich habe ja bei Tarek nicht noch im Hinterkopf auf Offroad getrimmt, weil. Ich bin, glaube ich, nicht dabei. Ich auch nicht. Nö. Also, sollen wir nochmal raus, die Veranstaltung? Ja. Ja, es ist noch nur unwichtige Leute. Irgendwie war das nicht ein bisschen komisch gerade, ja. Ich glaube, du hast zu schnell gestartet. Entschuldigung. Vor allem, warum habe ich Idiot gedacht, Heckantrieb bei Wheelspin wäre. Ah, nee, wir fahren das trotzdem, dadurch können wir gewinnen. Alles klar, mach noch. Super. Ich bin aber auch noch ich dabei. Ich war auch noch mit. Ja, ist egal. Lukas, Top 3 sollte drin sein. Top 3 ist drin, das ist super. Manu, lass mir den jemand im Ladebildschirm. Hä? Ja, ich. Ja, Ladebildschirm. Ah, super. Und jetzt nicht mehr. Flusslauf. Dann noch bei Regen. Geil. Den Regen habe ich aber nicht eingestellt. Hast du Kollision an oder aus? Ja. Wer fehlt? Es ist fehlen zwei Leute. Okay, no way und noch einer fehlt. Alle sind dabei eigentlich. Ja, bei mir ist das kurz aufgeploppt und warst direkt wieder weg. Keine Chance gehabt. Kann man denn so unprofessionell sein? Sagt der auf 4K aufnimmt. Einmal mit jetzt nicht mehr, jetzt nehme ich wieder voll AD mittlerweile auf, die funktionieren auf komische Weise. Ach, so, einfach verlassen. Hallo, verlassen. Danke. Ich zurück zum Desktop. Spiel beenden! Ja, herunterfahren. Das Lustige ist, wenn du das Spiel nicht wieder richtig einmessst, zeigt OBS bei Forza Horizon 3 nur Smileys als Bild an. Ich weiß nicht warum. Ich hab irgendwie sehr creepy. Ja, ich hab so gruselige Smileys gesehen. Ich weiß nicht warum Forza Horizon das irgendwie so als, keine Ahnung, als Datei anzeigt. Ja, ich halte, dass du nicht irgendwas nimmst. Kannst du die mal das aufnehmen? Das ist durchaus die auch möglich, aber. Warte mal, hast du doch jetzt echt wieder aus der Sitzung raus? Ja, unser E3 ist drin raus. Ich muss mal, dass ich im Ladebildschirm gefressen habe. Ich weiß schon, warum ich normalerweise bei der zweiten Aufnahme nicht mehr dabei bin. Ich spiele die ganze Zeit mit meinem Energy-Dose rum, die ist nämlich grün. Ich kann den Greenscreen meinen Mund verschwinden lassen. Oh, ich muss jetzt mal das Fenster aufmachen. Tut mir leid. Okay. Man kann sie böse Worte sagen und keiner kann sie beweisen. Ja, ja, genau. Der Mund bewegt sich ja gar nicht. Welcher Kiefer? Interessant. Ja, ja.
Aber ich muss sagen, ich hätte gerne das Haarspray von der Frau, die die Fahrerin ist, weil die Haare sitzen nach dem Offroad-Rennen. Das sitzen ist, immer. Das ist einfach eine Perücke aus Hartplastik. Oh, das wäre aber auch mal... Das Ding ist betoniert. Paul, bei Mattel. Die Barbie Collection. Entweder Hartplastik oder Stahlplastik. Oder beides. Das jetzt hier irgendwie, oder... Kann mich jemand einladen wieder? Ja, ich dachte halt, es fehlen noch welche. Ja, das ist so jetzt egal, das zieht sich okay. Sonst ewig. Das ist jetzt okay. Letzte Veranstaltung. Tschüss, ja, Entschuldigung, G30. Oh, nee. Oh. Schau, wenn renn ich dabei. Ja, da bist du selber. Ja. Ja, okay, bin ich. Es ist egal, darum geht's jetzt nicht. Doch. Wegen Lukas, ja, jetzt, hast du Bock auf Hans. Lukas, jetzt wird Top 3 schon schwerer, gell? Ja, leider. Mit Kollision mal ohne. Leider, warum ist schon leider. Wieder Regen? Ja, das möchtest du wissen. Was das würde ich sehr gerne wissen, weil ich sonst gleich ausprobieren werde in der ersten Kurve. Beim Freund ja, war ich Dritter und jetzt okay. Vorletzter wieder. Ich dachte, ekelhaft, jetzt bin ich in Team Blau. Obwohl, Lukas, es bleibt die Kollision zu. Oh, nee, ich bin auch... Ich würde sagen, Benny, wollen wir Team tauschen? Du hast auch recht ein Problem, nein, oder? Ich hab einen Ferrari, der kann das. Geil, Regen und Kollision, du hast ja ein bisschen richtig am Leben an mir mit, Alter. Ja, das hast du Kollision. Oh, fuck! Kollision, Alter! Max rast mir einfach. Oh, ich dreh mich ein, sehr gut. Nein, Checkpoint verpasst! Das war ein Checkpoint. Was ist das denn für ein Kack-Checkpoint? Hallo? Benny, dreh dich nochmal ein. Scheiß Spiel. Scheiß Spiel. So, Forza Horizon 4 ist abbestellt, sowas kaufe ich doch nicht. Ich dachte, du bekommst einen Key. Ray, das ist die Ratte, ja, stimmt, richtig, den schenke ich wieder. Ja, wir sind im selben Team. Geh weg! Ja. Das Schöne am Ultima gib ihn mir ist, nicht, ich hab's schon bestellt. Sprünge geeignet ist. Ich hab die Viper extra am Anfang der Folge noch tief gelegt. Ah, Hilfe. Guck dir an! Hilfe. Du weißt aber schon, das ist ein Team. Ich hab's jetzt in Ultima tief gelegt, der hat nur 6 cm Bodenfreiheit. Ja, Lukas, ich merk's gerade. Das sind 5 cm zu viel, würde ich sagen. Ja, 8 cm ist aber Mindestbodenfreiheit in Deutschland. Benny! Du musst es ja wissen. Ja, mittlerweile. Also, spann dich gleich. Überhol. Ich hab die 18 nicht mehr nicht ganz. Kann ich überholen, wenn du so Fuß parkst, so vorne. Nein, nicht überschlagen, nicht schon wieder. Ach, komm schon. Alter, diese Viper, die landen immer mit der Front zuerst. Scheiß V12. Hilfe. Jetzt leg dich doch. Hilfe. Mann. Hilfe. Hilfe. Sorry, jetzt scheiß Karre. Was du kannst, Ultima war immer fertig. Piss dich, Benny. Es ist so ein Scheiß, den Offroad zu fahren, weil. Das macht keinen Hallo. Spaß, das ist Kacke. Oh, was war das jetzt? Aua. Warum habe ich mich da überschrieben? Nein, wieso ist hier ein Fluss? Ah. Weil das Ding Flusslauf heißt oder so ähnlich. Was ne Scheiße. Ah. Komm auf den scheiß Rasen. So. Oh Gott, was ein Sprung. Ja, natürlich. Wie soll ich denn durch den Fluss mit der Viper? Natürlich. Alter. Ja, Flo. Benni? Hallo Andi. Ja. Was hast du gemacht und wie? Alter, komm schon. Ich hatte ein bisschen Spaß zu sagen, das war so, okay, das Ding ist ein reiner Rundkursaufbau. Boah, ist das eine Scheiße hier. Meinst du, ein Aufbau? Ja, ich stimme. Ja, das ist auch so. Alter. Das war voll Aufbau. Wessen Idee war dieses Rennen? Andi, der ist vor mir, ich schieb den gleich einfach ins Wasser. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Oh, Bäume. Jetzt nicht mehr. Komm, oh, ist das eine Kacke? Entschuldigung. Asphalt? Wasser bremst mich einfach so auf. Oh, Baum, natürlich, natürlich. Oh, ich hab den Checkpoint vorbeigerutscht. Oh, den hab ich nicht. Alter. Ich muss nochmal zurückfahren und den Checkpoint holen. Also, ich glaube, blaues Team! Funktioniert's nicht so gut. Die Viper setzt bei jeder Bodenwelle auf und überschlägt sich mit einem Frontflip. Gutes Team, los. Ich hab. Ich glaube, ich hab jetzt jeden Checkpoint mit dem Ultima verpasst, Alter. Weil es sich immer rausdreht. Bei jedem Sprung. Welches Team bist du? Rot. Nicht in unserem, ja, ist alles okay. Der kann ich gerade wegschmeißen, wie er Bock hat. Okay. Moment, das gibt noch Stress. Ich bin eh schon letzte. Ja, aber Team Blau ist gerade, kriegt gerade guter Hart auf den Sack. Gott, Hilfe. Fahr mal besser. Hilfe. Komm mal her. Schubst ihn. Okay. Hilfe. Ja. Komm mal her. Hör auf, aufs Heck zu springen, was soll das denn? Hey, hab ich plötzlich so einen Jaguar auf Max Spoiler hängen. Oh Gott, das ist ein Haus. Bam, Alter! Wenn du Wrestling machen willst, ja, dann mach ich mich. Das Tisch überschlägt mich 2 Meter vom Ziel. Komm, das schaffe ich noch. Nein! Hilfe! Oh Gott, oh Gott. Ich komme auch. Warte. Nein! So, ja, komm, Viper! Oh Gott, Sprung! Da stehe ich. Nein, überschlag! Da stehe ich. Ich roll wieder zurück. Ja, go, ja! Wieso fahre ich wieder rückwärts? Wieso stehe ich da?
Komm, ich will mindestens 99. Geil! Eine Frage, ja. wieso steht mein Auto da vorne auf der Ziellinie? Das ist, weil es die Handbremslackierung hat, die präsentieren sich gern bis zum Mittelpunkt. Ja, oh, okay. Hast du gerade noch mal. Da habe ich doch das Richtige genommen. Bin ich das Team gewonnen, auch wenn ich scheiße gefahren bin? Du bist wenigstens. Du hast dich so zwischen den beiden Wannen verschlagen. Ich nenn's auch. Rausgeschossen. Ich nenn's auch offiziell jetzt einfach Respin Mud Digger Edition. Kein Scheiß, da kommt kein Gold da vorne. Ich hab mehr Schlamm gehackt mit der Karre als andere in der Folge. Auf das Fahrzeug machen wir eine goldene Wo waren jetzt die Top? Wo das ist halt, wenn man Goldfachen in den Motorraum legt, Lukas, braucht man sich nie wundern. Warum man sich da vorne immer festfährt. Ja, und? Egal, wir haben als Team dieses Rennen gewonnen, von dem her alles gut. Ja. Und deswegen würde ich sagen, geile Folge war es trotzdem. Wir sind raus an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.